Bitcoin und Ethereum. Was ist die nächste Preisbewegung? Lass uns das in den Charts rausfinden. Ist Bitcoin bereit, um auszubrechen aus diesem Ascending Wedge und geht den ganzen Weg oben zu meinem verrückten Ziel? Oder wird es ausbrechen von diesem Wedge und wird runterfallen bis zu 30.000 oder noch tiefer? Wir werden darüber reden und mehr in der heutigen Sendung und wie man das tradet. Wenn dich das interessiert, vergiss nicht, gefällt mir, abonnieren und die Glocke. Und natürlich, wenn ihr diese Assets traden wollt, dann könnt ihr das tun mit meinen Links in der Beschreibung. Bybit.davincij15.com oder bei Femex, indem ihr eingebt femex.davincij15.com. Mein Name ist DaVinci Jeremy und ich bin heute hier mit Inzi Campos. Hallo Leute, wie geht's euch heute? Okay, Inzi, dein Kopf ist etwas abgeschnitten. Wenn du etwas zurückgehen könntest, ja, da haben wir es, da haben wir es. Perfekt. Ja, also, Inzi hatte etwas von einer Auszeit für eine Weile, aber er ist zurück und er ist bereit, um eure Fragen zu finden. Er wird nach deinen Fragen schauen in den Kommentaren von diesem Livestream. Und wir werden es dann in der Frage- und Antwortrunde beantworten. Wie geht's dir, Inzi? Wie war's? Sehr gut, sehr gut. Ich habe sehr viel getradet und geübt. Die Leute von der Gruppe, die waren wirklich sehr gut zu mir. Die mögen meine Arbeit und ich bin sehr glücklich. Ja, super, super. Ich habe es gesehen, deine Arbeit. Du hast wirklich hart gearbeitet und ich schätze das wirklich sehr. Und ja, wenn du sehen möchtest, was Inzi tut, dann müsst du unseren Telegram-Gruppe beitreten, indem ihr rübergeht zu davincij15.com und dann könnt ihr zu unseren Telegram-Gruppen abonnieren. Und jetzt lass uns weitermachen mit der Sendung, aber bevor wir das tun, Inzi hat uns noch was zu sagen. Ja, wie immer Leute, möchte ich euch daran erinnern, dass dieses Video für Informationszwecke dient und ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer hart verdientes Geld auf dem Markt riskiert. Exzellent, exzellent. Okay, lass uns rübergehen zu den Charts. Also wisst ihr was, dieses Ding hier, diese Formation hier, die kommt mir sehr bekannt vor. Und ich werde dir zeigen, wie es aussieht, weil ich bin mir sicher, du kannst dich dran erinnern, wenn ich die Fibs zeichne, auf diesem Chart, dann kannst du sehen, der ist runtergekommen von dem letzten Wendepunkt. Er ist runtergeschossen und dann hoch von diesem Wendepunkt. Dann haben wir die Fibs gemacht und du kannst sehen, die 61.8, wo wir abgeprallt sind von. Das kommt mir bekannt vor. Und dann ist es natürlich von dieser Trendlinie abgeprallt bei der 61.8. Wo habe ich das schon mal gesehen? Und wir werden darüber reden in einer Sekunde. Also jetzt, wo wir hier abgeprallt sind, wir werden wahrscheinlich höher gehen, wenn wir nicht ausbrechen über die 40.000 Dollar oder 41.000 Dollar, das wird kein gutes Zeichen sein. Und wir brechen dann wahrscheinlich runter auf dieser Trendlinie. Hoffentlich passiert das nicht. Das wäre ein Desaster, weil wir reden von Preisen in dem Bereich von mindestens 34.000 oder sogar so tief wie 32.000 Dollar, bevor wir irgendeinen Wendepunkt sehen werden in der Preisbewegung. Nicht das Beste, was passieren könnte. Und wir könnten natürlich offensichtlich noch tiefer runterfallen, vielleicht zu Preisen bei etwa 26.000. Also wir wollen nicht, dass das passiert. Wir wollen sehen, dass Bitcoin zum Mond geht, oder? Und nicht nur bis zur Atmosphäre und wieder zurück. Nein, nein, wir wollen zum Mond. Bitcoin, und das ist, wo wir hingehen. Ganz sicher. Und deswegen liebe ich es, Profite in Bitcoin zu nehmen, weil wir wissen, es geht zum Mond. Okay, also ja, ich habe noch meinen Trade offen. Der ist immer noch da. Ich bin noch nicht ausgestiegen oder habe noch keine Profite genommen. Ich habe ungefähr 1,6 Bitcoin auf diesem Trade und ihr wollt meine Trades sehen und deswegen, ja, hier ist mein Trade. Bevor wir weitermachen und rübergehen zu Ethereum, bevor wir das tun, ich möchte euch was zeigen, dass das hier mir sehr bekannt vorkommt und wir können rübergehen zu Ethereum, sehen, ob wir das gleiche hier sehen können. Ja, kannst du dich daran erinnern? Sehr weit zurück. Ich zeige euch. Warte mal. Ich werde Ethereum hier kaufen. Bei der 61.8, kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, ihr könnt. Hier, ich werde das hier, ich habe es hier gezeichnet, es ist immer noch hier.
Und ich habe gesagt, darauf warte ich. Ich warte genau hier, als es runtergebrochen ist. Ich warte hier und schau dir das an. Schau dir diese Kerzen an. Kommen dir diese vierstündigen Kerzen nicht irgendwo bekannt vor? Das stimmt. Das stimmt. Sie sind genauso wie bei Bitcoin hier. Du kannst sehen, dass die vierstündigen Kerzen sich über diese Trendlinie gezogen hat und jetzt pumpt er hoch. Und du kannst sehen, das Gleiche, was hier passiert ist. Und als es ausgebrochen ist von seinem Ascending Wedge, boom, nach oben sind wir gegangen. Und wo ist das Ziel? Ehrlich gesagt, lass uns das mal sehen. Für Bitcoin zuerst. Das Ziel wäre, wenn wir hier ausbrechen, denn du kannst hier sehen, oh wow, du kannst diese große Schüssel sehen hier. Also, das Ziel für das wäre höchstwahrscheinlich ein Fortsetzungsmuster von diesem Weg hier oben. Also, lass uns sehen. Sehr interessant hier. Ich würde sagen, von hier bis runter zu diesem Bereich, zu diesen 30.000, also eine fortsetzende Bewegung würde uns zu unglaublichen Höhen bringen. Ich würde sagen, den ganzen Weg hoch bis zu 55.000 Dollar. Interessant, interessant. Schau dir das an. Jetzt, wenn wir das A, B ergibt C, D nehmen. Ich habe das nicht gesehen. Und dann ziehen wir das rüber. Und ziehen das rüber zu... Ich lasse das einfach auf dieser Linie. Weil das ist die gleiche wie dieser Punkt hier. Du kannst genau sehen, wo bringt das hin? Oh mein Gott. Fast zu dem 54.000 Bereich oder 55.000 Bereich. Schau dir das an. Das ist kein Zufall. Ich meine, da hast du's. Und wisst ihr, es wirkt wirklich so, als ob die Märkte genauso funktionieren, wie sie die nehmen wollen. Also wir werden wahrscheinlich direkt zu 55.000 Bereich, wenn wir aus diesem Rising Wedge ausbrechen. Was ganz klar das Gleiche ist, was bei Ethereum passiert. Also wahnsinnig, wahnsinnig. Ich bin aufgeregt, Mann. Ich kann es nicht glauben, weil ich nehme meine Profite, meine Altcoins, in entweder Ethereum oder Bitcoin. Und Ethereum hat noch einen Weg. Ich glaube, es wird ausbrechen durch diesen 1900er Bereich und wird wahrscheinlich zu dieser 1.618 gehen, bevor wir eine Korrektur sehen. Und ich glaube, ich werde bei den 1900er Bereich Profite nehmen, bevor es noch höher geht, weil ich würde das nicht riskieren wollen. Oder vielleicht werde ich es nicht. Ich werde vielleicht diesen Trade halten, weil wer weiß, wisst ihr was? Jeder mag diese epischen Trades. Vielleicht sollte ich eigentlich diesen Trade offen halten, nur um zu zeigen, dass ich diesen Trade habe, den ich für bis zur Spitze aufhebe. Ich weiß nicht, ich denke darüber nach und entscheide. Weil es könnte, das Problem ist, wenn du keine Profite nimmst hier. Eine 40%ige Korrektur ist immer da. Nicht nur das. Nicht nur die 40%ige Korrektur, die immer bevorsteht. Lasst mich euch was zeigen. Das genau hier. Also, Price Range. Lass uns sagen, wir sind hier oben. Bei fast so 2000, weil das ist eine schöne runde Nummer. Eine 40%ige Korrektur könnte uns runterbringen den ganzen Weg zu Liquidation. Also, und das ist nicht erst das Problem. Nicht nur das. Du musst auch in Betracht ziehen, dass das Scam-Wicks sind auf diesen Exchanges, wo die Exchanges die Liquidität auf einmal runterspringt und dann wieder hoch. Der Boden fällt dann völlig raus und du siehst eine große Wick, die auf keiner anderen Exchange
zu sehen ist, wo keine Liquidität ist und die geht einfach runter, eine ganz große Wick und die nimmt dich raus und das ist schon so oft passiert bei Ethereum, bei Bybit und auch wenn die dir das Geld zurückgeben, also die Summe, die liquidiert ist, aber du wirst bestimmt nicht deinen Trade behalten, also haltet das in Gedanken. Wenn ihr euch dazu entscheidet, oh, ich möchte diesen Trade für immer behalten. Ja, okay. Du möchtest vielleicht diese beiden Dinge in Betracht ziehen, dass diese Exchanges diese Scam-Wigs haben, die immer wieder mal kommen und... Okay. Der Grund ist, warum ich darüber spreche, um in Bitcoin meine Profite zu nehmen, also meine Altcoins oder Ethereum. Für manche Leute ist das etwas verwirrend. Wenn ich den Leuten meine Trades gezeigt habe, die sagen, oh, du hast zu früh verkauft. Nein, habe ich nicht. Ich habe diese Sachen nicht zu früh verkauft. Ich habe eine Trading-Strategie, wo ich die Hälfte auf einer Verdopplung verkaufe in Bitcoin. Ich verkaufe die Hälfte, wenn es sich verdoppelt, in Ethereum. Warum hast du nicht die Hälfte in Bargeld bezahlt, in Dollar? Weil ich brauche Dollar. Ja, aber was willst du tun mit diesen Dollar? Also ich werde die sparen. Aber du weißt schon, dass der Dollar ein wertzerfallende Anlage ist. Dollar ist effektiv nur zum Ausgeben, nicht um zu sparen. Also warum sparst du deinen Dollar, wenn du eine Anlage hast, wo du es einzahlen kannst, gleich und mehr davon haben kannst, eigentlich einen wertsteigenden Wert hast. Besonders, wenn es sich vermehrt. Jeden Tag, wie du weißt. Und das macht gar keinen Sinn, um Dollar zu halten. Und deswegen macht es einfach Sinn, Bitcoin zu halten. Und den Dollar zu ignorieren. Und ihn nur zu benutzen, um deine Bitcoin zu verkaufen, um zu sagen, okay, ich muss was bezahlen, ich verkaufe die Bitcoins, die ich habe und ich bezahle, was ich auch immer kaufen muss. Mach dir keine Gedanken, mit was der Dollar wert ist. Mach dir Gedanken, mit wie viele Bitcoin du hast. Weil am Ende, Bitcoin ist hier, um zu bleiben und Bitcoin ist hier, um abzuräumen. Was wirklich wahnsinnig ist, dass Dogecoin das gleiche machen möchte. Wusstest du, das ist eine Super Bowl-Werbung? Ich weiß nicht, ob das aufgetaucht ist beim Super Bowl. Das ist wirklich verrückt. Ich weiß es nicht. Ihr Leute müsst euch das ansehen. Dieser Link ist in der Beschreibung von dem Video und das ist sehr lustig. Die Super Bowl-Werbung. Ich glaube wirklich nicht, dass es erschienen ist auf dem Super Bowl, aber wenn es ist, wow. 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 Das ist wahnsinnig. Okay, also das ist die Sendung für heute. Aber bevor ich das tue, denkt dran, die Altcoins, die explodieren gerade. Mein Portfolio macht extrem gut. Wenn du das ansehen möchtest, dann könnt ihr das tun, indem ihr der DaVinci J15 Gruppe beitretet. Wenn du rübergehst zu DaVinciJ15.com und du kannst abonnieren und Teil dieser Live-Sendung werden, nicht nur Teil der Telegram-Gruppe, sondern du kannst meine Trades sehen, du kannst sehen, was ich mache, du kannst auch ein Teil von diesem Livestream sein, weil wir machen das live vor allen, die aufstehen und das sehen, morgens 8 Uhr San Diego Zeit. Also wir machen das live und wenn du Teil davon sein möchtest, dann könnt ihr das tun, indem ihr der Telegram-Gruppe beitretet. Auch wenn du mir Fragen stellen möchtest oder Teil von meiner Gruppe sein, um das live zu sehen, du kannst auch nur 0,05 DJ15 Tokens kaufen. Und ja, ich weiß, es ist sehr teuer jetzt, um die Transaktion bei Uniswap zu machen. Also wir arbeiten daran, dass ihr es direkt bei uns kaufen könnt. Also ja. Und natürlich, vergisst nicht, ihr könnt auch abonnieren zu Pandora's Wallet und der Gruppe beitreten. Es sind so ziemlich die gleichen Preise. Okay, also danke, dass ihr alle geschaut habt. Ich schätze es wirklich sehr, dass ihr Teil davon seid. Und ja, denkt dran, Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben und du musst ein Teil davon werden. Ciao.